Hallo, liebe Mama, wie schön, dass du wieder zuschaust beim Mama Online-Kongress und dir die Zeit jetzt nimmst für dieses spannende Thema. Ich habe nämlich wieder eine ganz besondere Referentin für dich, die Kathleen Otto. Die kenne ich jetzt auch schon seit mehreren Jahren und die macht was ganz, ganz Spannendes, nämlich Potenzialverbesserung. Das ist echt toll. Kathleen, wie bist du denn darauf gekommen? Übrigens erstmal hallo, Kathleen. Hallo, liebe Saskia, schön, dich mal wieder zu sehen. Ja, ich freue mich auch so, dass du dabei bist, weil ich finde deine Arbeit wirklich so toll. Und ich, ja, erzähl doch mal, wie bist du da überhaupt drauf gekommen? Weil es ist, kommt man ja an, man wacht ja nicht morgens auf und sagt, ich helfe jetzt anderen in ihr Potenzial. Oder doch? Nein, absolut nicht. Also, das waren schon mehrere Umwege dabei. Ich bin ja im Osten aufgewachsen, geboren und bin dann zum Sport gekommen, Leistungssport. Und irgendwann ja, musste ich mich halt entscheiden, mache ich da weiter oder gehe ich in die berufliche Sphären rein. Habe mich dann natürlich entschieden, ach, ich möchte meinen Eltern nicht länger auf der Tasche liegen. Und habe dann entschlossen, ja, als Steuerfachangestellte mich ausbilden zu lassen. Das ist ein ganz anderer Weg, den ich jetzt eigentlich gehe. Und bin da auch ja wirklich zielstrebig, bewusst den Weg gegangen, bis hoch zur Bilanzbuchhalterin, auch Examen versucht als Steuerberaterin und habe dann irgendwann gemerkt, ja, in mir steckt noch viel, viel mehr, ja, was nach außen jetzt sich zeigen darf. Und ich war früher als Kind auch Asthmatikerin. Das hat damit zu tun, dass ich als Frühchen geboren worden bin und durch den Leistungssport natürlich da natürlich auch seine Auswirkungen hatte. Und ich bin dann früh sozusagen zum Bewusstsein gekommen, Bewusstseinserweiterung. Bin immer tiefer gegangen, nicht so an der Oberfläche kratzen, sondern wollte wirklich erkunden, erforschen, richtig, wie tick ich als Mensch, als irdisches Wesen, warum hat der eine eine Krankheit, warum hat der andere keine Krankheit oder hat eine Krankheit und kann sie besiegen. Und so bin ich irgendwann zur Prana- und Geistheilung gekommen, sehr spannend. Um dann schlussendlich ja, zur Potenzialentfaltung zu finden. Und die Wege dorthin, ja, die haben mich so zum Erwachen gebracht, dass wirklich alles möglich ist mit unseren Gedanken und unseren Gefühlen. Und was schlussendlich natürlich unser Ergebnis dann ausmacht. Das ist ja toll. Und wie hilfst du dann den anderen? Hast du da so eine Methode oder was, wie machst du das so in etwa, dass man sich das vorstellen kann? Das ist ganz individuell, also von Frau oder Unternehmerin oder Mann oder Unternehmer ganz unabhängig. Es kommt ganz darauf an, was derjenige erreichen möchte und wo genau die Blockaden, die Glaubenssätze, aber auch die Paradigmen liegen. Das ist bei jedem sehr individuell. Der eine hat ein Geldthema, dann arbeitet man gewisse Zeit daran und man stellt fest, dass es gar nicht am Geld liegt, ja, sondern an einem selbst, an irgendwelchen Ängsten, die man vielleicht von der Erziehung mitbekommen hat, in der Schule, von irgendwelchen Lehrern. Und das ist immer sehr spannend, wo die Reise dahin geht. Oder der eine hat Beziehungsprobleme und ja, man deckt dann verschiedene Facetten auf. Ja, das ist so genau das, was ich liebe, sozusagen von innen nach außen die Rose zum Erblühen zu bringen. Und ja, das macht mich eigentlich total erfüllt. Ist ja toll. Und die anderen auch. Ja. Die sind immer sehr begeistert. Ich arbeite natürlich auch sehr mit der geistigen Welt, bin sehr spirituell auch angebunden. Das heißt, ich integriere, ja, das, ich sage jetzt mal, das Lebensrad im Business und auch im privaten Bereich. Und dazu gehört natürlich auch die Spiritualität, die viele immer vergessen. Es ist aber eine wichtige Komponente im Dasein, finde ich, und auch fürs Bewusstwerden dessen, was hier ist. Das ist echt toll, dass du da so,
daran arbeite ich noch. Nee, also müssen wir mal eine Session machen. Ich bewundere echt jeden, bei dem das so gut klappt. Das finde ich echt auch sehr hilfreich. Das ist echt toll. Ja, ja, wunderschön. Und hast du denn auch so einen alltagstauglichen Praxistipp für uns? Ja, ich zum Beispiel, wenn ich von mir ausgehe, kann den Mamas von Herzen mitgeben, dass sie sich einfach morgens, wenn sie aufstehen, sich ausrichten sollen, meditieren, affirmieren. Ich spreche zum Beispiel oder lass mich durchfließen von dem göttlichen Licht von oben. Das passiert bei mir schon automatisch, wenn ich die Augen aufmache, dann geht das durch meinen ganzen Körper, durch die ganzen Zellen durch, dieses goldene, weiße Licht. Und ich zum Beispiel richte mich aus, indem ich dann anfange, Dankbarkeiten zu zelebrieren. Dankbarkeiten in den Alltag einzuladen. Ich bin dankbar, dass ich die Augen geöffnet habe. Ich bin dankbar, dass ich gesund bin und unzähligen Menschen helfen darf, in ihr Potenzial zu finden, weil mich das mega erfüllt. Ich bin dankbar, wenn ich strahlende Gesichter sehe. Also wirklich sowas mit einzunehmen in den Alltag, weil dann startet man ganz anders, entspannt, fröhlicher und ja, es macht einfach Freude. Ja, manchmal ist aber auch so, du musst los, du musst das Kind noch fertig machen, du musst die noch fertig machen oder was weiß ich. Oder du hast irgendwie um die und die Uhrzeit schon einen Telefontermin oder was auch immer. Das ist halt auch immer ein bisschen, ja. Es braucht nicht viel, es braucht wirklich nur eine Minute. Ach so. Es ist wirklich nur diese Ausrichtung, dass du wirklich, das kannst du auch, wenn du dein Kind zum Kindergarten bringst oder fährst, ja, einfach in Gedanken runterspulen. Es ist natürlich wiederholtes Tun. Ja. Das wiederholte Tun ist wichtig, um auch Prozesse zu verändern. Also ich habe es am Anfang so gemacht, dass ich schriftlich gemacht habe, weil schriftlich fixiert sich es im Unterbewusstsein. Das ist jetzt mittlerweile auch erwiesen. Und irgendwann brauchst du das nicht mehr. Irgendwann, bei mir ist es wirklich so, wenn ich aufstehe, kommt es automatisch. Es ist wie, als wenn da eine Schallplatte läuft und dann runtergespult wird bei mir. Und es ist aber auch nur, wenn du es wiederholt tust, tust, tust. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Und es ist auch erwiesen, dass viele sagen 21, 28 Tage, ich bin da anderer Meinung. Also bei mir geht die Spanne wirklich. Veränderungen entstehen im Unterbewusstsein, weil das Unterbewusstsein ist ja sehr stark mit uns verankert, erst zwischen mindestens 60 bis 90 Tage und ich gehe noch weiter. Ich bin der Meinung, dass es 200 Tage braucht, bis du wirklich einen Switch erfährst. Ja. Ja. Das heißt wirklich dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben und tun. Und wenn man das jeden Tag eine Minute macht, es ist dann wirklich ein Kinderspiel. Ja, und ich mache das auch so locker leicht, ne, mit meinen Klienten, weil ich mag es einfach selbst auch leicht und locker. Ne, und, ja. Ja, die Minute kriegt man wirklich noch hin. Und man kann die Kinder mit einbauen, mit einbinden. Ja? Ja. Man kann sie selber auch mit einbeziehen und sagen, hey, schau mal, für was bist denn du heute dankbar? Ja, weil so kann man die Kinder vielleicht auch gleich mit heranziehen, bewusst, ja, sodass sie das nicht erst sich antrainieren müssen, wie wir, sage ich jetzt mal. Ne? Bei mir war es auch der Weg sozusagen, den ich gegangen bin, dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin. Klar. Ich versuche das auch meistens abends, dass wir sagen, für was waren wir denn heute dankbar und für was sind wir schon morgen dankbar. Ja, es ja, auch. Auch irgendwie wieder nochmal ins Positive zu kommen vom Einschlafen, das finde ich halt immer. Weil manchmal ist man dann so müde und gereizt oder irgendwie und dass dann trotzdem nochmal gut in die Nacht kommt. Ich mache zum Beispiel bei Kindern immer so eine schöne Sache. Ich habe so 28 Tage Impulse, jetzt muss ich in meiner Hose graben, ein Stein der Weisen. Also meine ist so fast wie ein Herz. Ja. Der hat oben eine Kante und den habe ich immer bei mir in der Hosentasche. Und egal, wo ich bin und vielleicht auch nervös bin oder sonst was, vielleicht auch für die Mama ganz interessanter Tipp,
einfach dann den Stein nehmen und dann, weil er gibt einen Kraft. Es ist natürlich nicht für jeden geeignet, man muss schauen, ob es für einen stimmig ist. Kinder mögen das sehr gerne. Ja, Kinder sind sowieso sehr mit der Natur verbunden, mit Stein, mit Kieselstein, was auch immer. oder auch mit Kastanien, sehr viele. Ja. Ich hatte früher mal Kastanien, mittlerweile Steine. Und das ist so wie, ich sage immer Stein der Weisen. Und die Kinder können zu dem Stein der Weisen alles sagen. Das ist toll. Und was können die nach dem die Sorgen sagen und sowas? Ja, Sorgen, Ängste und ich mache es immer mit Kindern so, dass sie das dann loslassen können, weil es entsteht ein Bild dann im Bewusstsein, was absackt ins Unterbewusstsein, weil unser Unterbewusstsein ist dieser starke Faktor bei uns selbst, der uns ausbremsen möchte und der wirklich einen Betrüger darstellt. Ja, er lügt uns selber die Hacken voll, sag ich mal. Und das ist so spannend für eine Mutter und Kind oder auch Vater und Kind, ja, dass man das gar nicht erst überträgt auf die Kinder, sondern da auch mal hinschaut und sagt, hey, achtsam mal mit den Worten zu sein. Was sagt man dem Kind? Wie sagt man es? Dass sich sowas erst gar nicht manifestiert im Unterbewusstsein. Und manchmal ist es wirklich ein Satz. Das ist sehr spannend. Das stimmt, das ist echt spannend. Ja, super, ja, vielen Dank. Das sind ja gleich zwei Tipps. Der Stein der Weisen und die morgendliche Ausrichtung. Aber du sagst, man kann das auch ruhig so abends machen, so wie wir das machen. Ja, ja. Du kannst es auch kombinieren, morgens und abends, ja, oder nur abends. Das ist individuell, das kann jeder für sich selbst. Ich bin immer so, ich möchte, dass die Klienten bei mir oder Coaches wirklich selbst in sich hineinspüren, was besser für sie ist, was stimmig ist. Weil nur das, was stimmig ist, tut einem gut. Ja. Wenn ich jetzt einfach vorschreibe, mach es morgens, du hast es jetzt morgens zu machen, das ist nicht gut, ja, und einfach ausprobieren. Der eine mag es morgens, der andere mag es mittags, der andere mag es abends. Alles ist in Ordnung. Okay. Vollkommen in Ordnung. Ja, Hauptsache, man tut's. Morgens, mittags, abends. Also. Nee, wunderbar. Ja, super. Vielen Dank. Und dann ist ja auch so, wir sind ja gerade so ein bisschen so schwierigen Zeiten für alle. Man muss irgendwie schauen, wie man da so für sich durchkommt mit der Familie und so. Deswegen frage ich halt euch jeden Referenten, jede Referentin, ob ihr ein Spezialangebot für die Mama habt, die gerade zuschaut. Mhm. Also ich habe zum Beispiel ein Spezialangebot, wer sich dafür interessiert. Ich habe eine spezielle Werteübung entwickelt und anhand dieser Werte kann man feststellen, wo die Mama gerade steht mit den Werten und warum sie vielleicht noch nicht das ein oder andere Ziel, was sie vielleicht im Unterbewusstsein mit sich trägt, noch nicht erreicht hat. Und da ist schon sehr viel Transformationsarbeit dabei und wird auch sehr vieles schon ins bewusste Licht gerückt, sodass auch da schon von innen nach außen sich was zeigen wird. Das ist toll. Und das löst du dann auf oder wie ist das dann? Ja, ja. Dazu gibt es ein Gespräch dann. Genau, die Übung wird, wer sich dafür interessiert, die gebe ich dir dann mit und die kann ja dann in deinem Kongresspaket. Die tue ich hier unten in den Button. Oder in den Button rein, genau. Da findest du die gleiche beim Button und da tue dann auch, wenn das eben auflösen möchte, kann ich dann bei dir melden. Genau, ja. Genau. Und die Werte sind auch nicht in Stein gemeißelt. Das ist immer zu dem Zeitpunkt, wo man diese Übung macht, genau die Werte in dem Moment. Ja, nicht, dass es gibt auch viele, die dann erschrecken, oh mein Gott, ich habe ganz andere Werte gedacht, die ich in mir trage, die vielleicht da weiter unten sind. Das spielt überhaupt keine Rolle in dem Moment. Ja. Ja. Die verändern sich. Ja. Wie wir uns ja auch tagtäglich verändern. Genau. Nee, super, das ist sehr spannend, mache ich auch. Also dann verlinke ich das mir auf dem Button, du findest es dann gleich hier drunter. Und genau, also ich finde es sehr spannend, vielleicht macht es dir auch Spaß. Genau, vielen Dank, dass du jetzt dir die Zeit genommen hast zuzuschauen. Ich weiß, das ist immer so eine Sache. Ich wünsche dir, dass du auch noch die Zeit hast, die anderen Referenten zu schauen.
Das wäre toll. Und wenn nicht, kannst du ja zum Sonderpreis während des Kongresses noch hier auf dem anderen Button mal ein Paket kaufen und dir dann ganz in Ruhe alle immer wieder anschauen. Da sind ja auch bestimmt noch Sachen dabei, die, wenn man sie 2-3 Mal hört, dann kommt immer noch mehr. Also es geht mir halt so, wenn ich Videos 2-3 Mal schaue, dann sehe ich jedes Mal ein anderes Video, immer wieder neue Impulse. Genau. Ja, also dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder Abend. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss und danke, Kathleen. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, eine große Bereicherung. Vielen Dank. Tschüss.